könnte sein, dass wir da vielleicht von klassischen judenfeindlichen Klischees geprägt sind. Und wir gucken uns das mal genauer an. Also, die erste Frage ist, wie realistisch ist es, dass die Juden so gerne andere Menschen getötet haben, mit Steinen beschmeißen haben? Und außerdem, warum sind es eigentlich in den Filmen und in der Kunst immer alte, bärtige Männer? Als ob es keine jungen Pharisäer gegeben hätte, mit schönen, schicken Frisuren oder so. Jetzt machen wir noch einmal am Stück gemeinsam einen Bibeltext und gehen diese Schritte nochmal durch. Vielleicht können wir die nochmal zeigen. Die vier Schritte, die ich vorschlage, wenn man also das Neue Testament vor dem Hintergrund der jüdischen Welt Jesu lesen will. Genau, hier sind sie. Also mein Tipp ist, erstmal den Text lesen, natürlich. Und dann erstmal einen Blick in unser eigenes Herz. Wir haben ein bisschen darüber geredet, dass wir alle, ohne es zu wollen, geprägt sind oft von Vorurteilen gegenüber Juden. Das hat mit unserer christlichen Geschichte zu tun. Das hat auch mit der Geschichte der Gesellschaften zu tun. Ich weiß, Antisemitismus ist vor allen Dingen ein deutsches Problem, aber die Antisemitismusforschung sagt eben, es ist auch nicht nur ein deutsches Problem. Es gibt auch englischen Antisemitismus, amerikanischen, russischen und in anderen Ländern der Welt auch. Irgendwie ist da was in der Menschheit, das sie gegen Juden aufbringt, nicht nur dann, wenn sie Christen sind. Also ein Blick in unser Herz heißt, ich schaue mir den Text an, wie habe ich ihn bis jetzt verstanden? Was ist die Aussage dieses Textes? Und auch so ein bisschen dann diese Frage, welche Rolle spielen dabei eigentlich die Juden? Ja? So, das ist der Blick in unser Herz. Und jetzt kommt der zweite Blick, den Faktencheck zu machen. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir viel gehört haben über Verschwörungstheorien, Missverständnisse und dann auch Faktencheck. Also es ist wichtig, mal zu checken, ist das, was ich denke, was ich weiß über Juden, ist das eigentlich, wo habe ich das eigentlich her? Wir hatten gerade beim Mittagessen schon wieder mehrere Gespräche, wo jemand sagte, ich hab gehört, das war so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, und hast du mal gecheckt, ob das irgendwo steht? Ja, es gab doch, wir hatten das Gesetz zum Beispiel, es gab doch ein Gesetz, dass Juden nicht in das Haus von Römern gehen dürfen. Und dann gibt es ja verschiedene Bibelgeschichten, wo das eine Rolle spielt. Und dann habe ich einfach mal zurückgefragt, wo steht das Gesetz denn? Ja, und wenn dich sowas interessiert, dann mach dich auf die Suche. Also du kannst, ich habe eben schon dieses Buch empfohlen da hinten, das jüdische Testament, das Neue Testament jüdisch erklärt, von der Deutschen Bibelgesellschaft rausgegeben, relativ neu, vorletztes Jahr rausgekommen. Und das ist großartig, weil das sozusagen am Neuen Testament entlang in den Fußnoten immer sagt, welche jüdischen Hintergründe da jetzt relevant sind. Und die Kommentatoren sind mehrheitlich jüdisch. Das hat es bis jetzt noch nicht so gegeben, dass jüdische Experten uns das Neue Testament auslegen. Ich habe das mal neulich bei einem Vortrag irgendwo gesagt und da gab es gleich Stürme des Protestes. Ja, müssen wir jetzt schon von den Juden lernen, wie wir unsere Bibel auslegen sollen? Das kann ja wohl nicht wahr sein und so. Naja, warum denn nicht? Wir kennen die Welt ja besser von damals. Vielleicht sagen wir kennen Jesus besser, weil wir mit ihm leben und so. Ja, aber was den kulturellen Hintergrund angeht, kann man doch sagen, da kennen sich doch Juden und Jüdinnen besser aus. Also kann man doch mal hören, wie sie uns die Hintergründe erklären. Also man findet dann Hinweise, dann steht da so, guck mal bei Josephus oder bei Philo oder im Talmud oder in der Mishnah und so. Dann muss man noch lernen, wie man diese Fundstellen findet, aber das gibt's im Internet, habe ich schon gesagt, bibelentdeckung.de. Und dann checkt man mal, ob es dieses Gesetz eigentlich gibt, dass Juden nicht in das Haus von Nichtjuden gehen dürfen. Und siehe da, nach meiner Recherche gibt es so ein Gesetz nicht. Ja, es gibt diesen alten, es gibt auch im Internet, gibt es auch auf dieser Seite bibelentdeckung.de den sogenannten Strack-Billerbeck. Das ist so ein sechsbändiges Werk, ja, so ein Oschi, so 80 Zentimeter im Bücherregal. In den 30er Jahren entstanden, also mit Vorsicht zu genießen, von einem Autor, der auch sehr geprägt war von antijüdischen Haltungen, aber mit sehr viel Fleiß zu jedem neutestamentlichen Vers alle relevanten Stellen zusammengetragen hat, manchmal über Seiten. Und er hat zu dieser Stelle, also darf ein Jude ins Haus eines Römers gehen, in Apostelgeschichte 10, Texte zusammengetragen. Und der einzige Beleg, den er findet, ist nicht aus einer jüdischen Quelle, sondern ist Apostelgeschichte 10. Ja, dass Leute zu Petrus sagen, ja, aber das darf man doch nicht.
Aber das ist natürlich kein Beleg, dass es diese Regel gab, sondern das ist eher ein Beleg dafür, dass die Juden, die da sprechen, Vorurteile hatten, weil sie meinten, das darf man nicht, aber in Wirklichkeit gibt es überhaupt kein Gesetz, was das verbietet. Also der Blick in die jüdischen Quellen, immer wenn dir jemand sagt, das war ja damals so bei den Juden, dann fragst du einfach zurück und sagst, und wo steht das? Ja? Das muss ja irgendwo stehen, in der Bibel, im Alten Testament oder in anderen jüdischen Quellen. Dann machen wir also einen Faktencheck, dann kehren wir zurück in unseren Text und sagen, ist denn das, was ich denke, was da steht, steht das da überhaupt? Und dann entdecken wir manchmal, ach, das steht ja da so gar nicht. Ja, und dann lesen wir manches neu vor dem Hintergrund der jüdischen Quellen. Und dann kommt zuletzt der Blick in unser Leben. Das möchte ich jetzt mit euch zusammen machen, anhand eines Beispieltextes. Und zwar sind wir jetzt im Johannesevangelium. Johannesevangelium Kapitel 8, Jesus und die Ehebrecherin. Ein sehr beliebter Text, auch ein sehr bekannter Text. Ich lese ihn am Anfang mal vor. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu testen. Da haben wir wieder das schöne Wort versuchen, was wir vorhin schon hatten. Ich mag das immer gerne neutral übersetzen. Testen, also check mal out, was Jesus dazu zu sagen hat. Ja? Manche Übersetzungen sagen schon gleich, das sagten sie, um ihm eine Falle zu stellen. Ne? Vielleicht heißt es aber auch, sie wollten herausfinden, was Jesus dazu sagt und ob er darauf eine Antwort hat. Beziehungsweise, ach, jetzt habe ich mich selber reingelegt. So, bei dem Wortversuchen muss man aufpassen, aber hier steht natürlich, das sagten sie aber, um ihn zu testen, damit sie etwas finden, womit sie ihn verklagen können. Also hier ist sozusagen tatsächlich schon der Versuch, etwas zu finden, was man Jesus vorhalten kann. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Soweit die Geschichte, wie sie bei Johannes steht. Eine sehr bekannte Geschichte, sie wird sehr oft erzählt, sie wird auch immer in jedem Jesus-Film natürlich verfilmt. Ich bin schon gespannt auf die The Chosen-Version. Mal gucken, wie es da dargestellt wird. Meistens, wenn sie in Predigten erzählt wird oder auch in Filmen verfilmt oder auch in der Kunst dargestellt wird, werden viele Details hinzugefügt, die so in der biblischen Geschichte gar nicht drinstehen. Zum Beispiel wird die Frau nicht herbeigebracht, sondern meistens herbeigeschleift. Ja, mit Schreien und mit Gewalt wird sie also herbeigezerrt. Meistens ist sie auch nur halb bekleidet, ja, auch in der Kunst gerne. Hat man die Chance mal ergriffen, da auch da mal Schultern zu zeigen und so, ne? Oder dann hält sie sich gerade noch so ein Betttuch irgendwie vor, aber sie wird da sozusagen halbnackt oder ganz nackt in den Tempel gezerrt. Dann wird sie meistens vor Jesus auf den Boden geworfen, erniedrigt. Und dann sieht man, dass die alle schon so die Steine hochheben und in der Hand haben und sie wollen gerade anfangen, die Frau zu steinigen. Und dann stellt sich Jesus dazwischen und sagt, halt! Ja, wir müssen doch erst noch reden. So, das ist so ein bisschen, wie wir manchmal das Skript im Kopf haben. Und da merken wir schon, da wird sozusagen in unserem Kopf ganz viel in diese Geschichte hineingelesen, auch wieder an Vorurteilen über Juden, die so in der Geschichte gar nicht drinstehen. Ich habe in meinem Vortrag heute Morgen die drei großen Klischees benannt, die mir immer begegnen und die sich so ein bisschen mit den Jahrhunderten auch gewandelt haben. Aus der Reformationszeit eher dieses Thema strafender Gott der Juden und gnädiger Gott der Christen. Das würde ja hier reinpassen. Ja? Also die Juden kennen keine Gnade.
sie wollen Strafe. So ist es eben. Ne? Bei den Juden wird man bestraft für die Sünde. Da steht der Tod drauf. Da muss man sich dran halten. Die Juden sind insgesamt sehr blutrünstig. Ja? Sie wollen immer gerne jemanden steinigen. Sie haben auch Spaß daran. Das ist so ein bisschen die Darstellung sehr oft in so Jesus-Filmen und Erzählungen. Das ist der ungnädige Gott des Alten Testaments. So ist er eben. Wenn du was falsch machst, wirst du gesteinigt. Gibt es keine Gnade, gibt es keine Vergebung und so. Demgegenüber dann Jesus, der gnädige Sohn des liebenden Vaters. Ja, und deswegen gibt es bei Jesus Gnade, die es bei den Juden nicht gibt. Das ist das erste große Klischee. Dann habe ich gerade das zweite große Klischee, kommt eher so aus der Aufklärungszeit, wo man sich gegen das Gesetz gewendet hat. Religiöse Gesetze sind böse. Und hier sehen wir ja, wohin das führt. Wenn Menschen sich an Gesetze halten, dann wird es unmenschlich. Ja, und das wird dann auch auf heutige Christen übertragen. Gesetzliche Christen bringen den Tod. Gesetzliche Christen gehen brutal mit Menschen um. Das Gesetz ist lieblos. Und dann wird dem entgegengesetzt, bei Jesus ist aber die Liebe doch wichtiger als das Gesetz. Und Jesus ist so jemand, der immer alle fünfe gerade sein lässt, der die Augen zudrückt und sagt, ach komm, Gesetz, das ist doch nicht so wichtig. So, das ist so das zweite große Klischee. Und das dritte große Klischee, dass die Themen, die eher so in der Postmoderne auftauchen, seit den 68er, 70er Jahren, ne, die Unterdrückungsthemen. Und da ist natürlich hier auch ein wunderbarer Text, wo man zeigen kann, so sind sie, die Juden, immer frauenfeindlich, ja, eine Männergesellschaft. Hier werden die Frauen erniedrigt, missbraucht. Und Jesus ist aber der Frauenfreund, der sozusagen mit der Frau redet, anstatt sie zu prügeln und auf den Boden zu werfen. So. Also all diese Klischees findet man hier wieder. Und man merkt sozusagen, wie die Auslegung, der Blick in unser Herz, schon unser Vorverständnis prägt. Wir lesen ganz vieles hinein in diesen Text. Und wenn man dann fragt, was ist denn jetzt die Lehre davon, dann ist eben entweder, ne, ist der gnädige Gott im Gegensatz zum strafenden Gott der Juden, oder es ist die Freiheit vom Gesetz im Gegensatz zur Gesetzlichkeit der Pharisäer, oder es ist eben die Gleichberechtigung der Frau im Gegensatz zur Erniedrigung der Frau im Judentum. Jetzt machen wir eine kurze Pause und überlegen, okay, könnte sein, dass wir da vielleicht von klassischen judenfeindlichen Klischees geprägt sind. Und wir gucken uns das mal genauer an. Also die erste Frage ist, wie realistisch ist es, dass die Juden so gerne andere Menschen getötet haben, mit Steinen beschmeißen haben? Und außerdem, warum sind es eigentlich in den Filmen und in der Kunst immer alte, bärtige Männer? Als ob es keine jungen Pharisäer gegeben hätte, mit schönen, schicken Frisuren oder so. Ja? Es sind immer die alten, bärtigen Männer, meistens so auch mit Hakennasen. Im Gegensatz zu den Jüngern von Jesus, die sind immer sportlich, schick, adrett gekleidet. Meine Frau ist aufgefallen, dass bei The Chosen eben auch die immer so schön die angeschnittenen Ärmel haben, dass man die Muskeln sieht und so. Das ist dann schon ein Unterschied. So. Irgendwie, warum ist das eigentlich so? Warum sind denn nicht mal die Pharisäer irgendwie sportlich und schön und so? Naja, irgendwie merkt man, da wird ein bestimmtes Bild gemalt. So sind sie eben, die Juden. Ja. Und die zweite Frage, ja, warum ist es eigentlich so, warum werden die Juden eigentlich so frauenfeindlich dargestellt? Und stimmt es eigentlich, dass Jesus Männer und Frauen gleichberechtigt hat? Ja, das ist ja, habe ich heute Morgen auch schon ein paar Mal angesprochen. Wir sagen das immer so einfach und jetzt guckt mal in die Evangelien rein und seid mal ehrlich. Ja, wo ist denn jetzt der Jesus, der da Männer und Frauen gleichberechtigt? Die meisten Gespräche, die er führt, spricht er mit Männern. Alle seine 12 Jünger sind Männer und so weiter. Also so diese wirkliche Gleichberechtigung, muss man ehrlicherweise sagen, finden wir nicht bei Jesus. Und man kann jetzt ernsthaft vergleichen, sozusagen, ist jetzt Jesus so viel mehr frauenfreundlich, Frauen als andere Juden zu der Zeit? Und die Antwort, wenn man das an jüdischen Quellen vergleicht, ist es so, es gab ein Spektrum von sehr frauenfeindlichen Juden und auch Rabbis, und von sehr frauenfreundlichen Juden. Es gab Rabbis, die gesagt haben, wer seine Tochter Torah lehrt, versündigt sich. Das ist nur was für Männer. Und es gab einen anderen Rabbi, der hat gesagt, nein, wer seine Tochter nicht Torah lehrt, versündigt sich.
dann haben die miteinander gestritten. Ja, es gab so ein Spektrum und man kann sagen, sicherlich, Jesus ist in dem Spektrum bei denen, die Frauen freundlicher handeln. Das kann man sagen. Also Jesus war unter den Rabbis, gehörte er zu den Frauenfreundlichen. Das ist aber kein Gegensatz zwischen Jesus und dem Judentum, sondern von unterschiedlichen Vertretern des Judentums. Zum Beispiel nur kurz gesagt, wenn ihr in die rabbinischen Schriften mal eintaucht, es gibt da auch viele Gespräche immer von Rabbis mit jüdischen Frauen, auch über Torah-Auslegung und so. Das lohnt sich, das mal nachzuschauen. In Predigten heißt es ja immer, ein Rabbi würde nie mit einer Frau reden. Lest einfach mal die Gespräche von Rabbis mit Frauen. Eine ganz besonders interessante Persönlichkeit ist Beruria. Beruria ist die Frau eines Rabbis. Meir lebte nach Jesus, also im 2. Jahrhundert, aber sie ist quasi bekannt, auch in der jüdischen Tradition, als eine Frau, die wirklich Ahnung hatte von Torah und die in der Torah-Schule aktiv war und so. Also, dieses Klischee stimmt nicht unbedingt. Und jetzt ist ja auch die Frage, wenn wir in diesen Bibeltext hineinschauen, warum bringen die eigentlich nur die Frau? Wo ist eigentlich der Mann? Ja? Weil nach allen biblischen Geboten, wie wir sie so kennen, müssten Mann und Frau ja bestraft werden. Also warum bringen sie nur die Frau? Die Antwort der meisten klassischen christlichen Ausleger ist schnell. Das liegt eben daran, dass Frauen, dass Juden frauenfeindlich sind. Ja? Also so sind sie halt, die Juden. Den Mann haben sie laufen lassen, sie bringen nur die Frau. Die sind halt Frauenfeinde. Man könnte ja auch fragen, vielleicht ist die Geschichte ja ganz anders. Und es gibt vielleicht ganz andere Gründe, warum da nur eine Frau dabei ist und kein Mann. Okay, schauen wir also nochmal in unseren Bibeltext und versuchen wir ihn mal ohne diese judenfeindliche Brille zu lesen. Fangen wir an mit den einfachen Dingen, also alles, was nicht in diesem Text steht. Zum Beispiel, es gibt keinen ärgerlichen Mob. Ja, keine aufgebrachten Schriftgelehrten und Pharisäer, die da mit viel Geschrei eine Frau herbeizerren, sondern es steht da einfach, sie brachten eine Frau, die man beim Ehebruch ergriffen hatte, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Vielleicht waren sie ja also auch ganz vernünftig und kamen zusammen mit der Frau dahin, um von Jesus eine Meinung zu hören. Jesus war bekannt als Gesetzeslehrer, ja? Und vielleicht wollten sie ihn einfach mal fragen, was hast du denn? Ja? Da steht übrigens auch nicht, dass sie alle schon die Steine in der Hand hielten. Ja, und dass sie gerade werfen wollten. Es steht auch nicht am Ende diese schöne Szene, die immer in den Filmen ist, einer nach dem anderen ließ seinen Stein fallen. Das predigt sich sehr schön, es steht da aber nicht. Ja? So. Sondern sie kommen mit der Frau, sie bringen sie, sie schmeißen sie auch nicht auf den Boden, sondern sie stellen sie in die Mitte. Ist ja auch interessant. Ja? Man kann das mal verfolgen im Neuen Testament. Wann wird denn jemand in die Mitte gestellt? Jemand wird in die Mitte gestellt, wenn man ihn als ein Lehrbeispiel besonders in die Aufmerksamkeit, sozusagen in den Mittelpunkt stellen will. Jesus stellt ein Kind in die Mitte und sagt so, was können wir von diesem Kind lernen? Es gibt eine Heilungsgeschichte bei dem Mann mit der verdorrten Hand. Da sagt Jesus, stell dich in die Mitte, weil was können wir lernen? Es passiert jetzt eine Heilung. Ja? So, und so heißt es hier, sie brachten eine Frau und stellten sie in die Mitte. Das klingt eher nach einem vernünftigen Lehrgespräch als nach einem Lynchmob. Und jetzt ist ja auch die Frage gar nicht, Jesus, wir wollen sie gerne steinigen. Was sagst du denn dazu? Ja? Sondern die Frage ist, Mose hat uns in seinem Gesetz befohlen, dass man solche Frauen steinigen soll. Was sagst du denn jetzt dazu? Es geht also um eine Frage der Schriftauslegung. Jesus, wie verstehst du eigentlich Mose? So, ne? Und jetzt gehen wir also weiter und jetzt an dieser Stelle will ich jetzt ein bisschen eure Fantasie anregen und sagen, also ich habe jetzt all die Unstimmigkeiten benannt und all die Dinge, die da nicht im Text stehen. Ja? Und jetzt versuche ich mal eure Fantasie anzuregen und würde mal fragen, vielleicht ist die Geschichte ja auch ganz anders. Kann ich euch jetzt nicht beweisen, aber wir versuchen sie mal anders zu lesen, um so ein bisschen diesen Druck der Lynchjustiz daraus zu nehmen. Ja? Stell dich mal vor, diese Frau ist vielleicht gar nicht so 20 oder so und halbnackt, ja, sondern es ist eine alte, ehrwürdige Dame. So, ja, mit in voller Tracht, mit Kopftuch,
Kleid. So, die kommt so im Alter, ne? Das ist die Hanna. Die Hanna, ne, ist schon lange Mitglied der Synagogengemeinde, eine sehr bekannte Frau, die gibt von ihrem Geld, die kümmert sich um die Armen, die teilt das Essen aus. Jetzt kommen die Schriftgelehrten zu Jesus und sagen: Jesus, das ist die Hanna, dürfen wir sie dir vorstellen? Die Hanna, die hat neulich bei uns Zeugnis gegeben in der Synagoge und sie hat erzählt, als sie jung war, als sie 20 Jahre alt war, ist ihr was Schlimmes passiert im Leben. Sie hat sich in jemanden verliebt, der verheiratet war. Die beiden hatten eine Affäre, das ist aufgeflogen. Schlimme Sache. Die ganze Gemeinde damals im Aufruhr, die Familien im Streit. So. Im Gesetz des Mose steht, man hätte sie steinigen sollen. Aber wir sind eigentlich gegen die Steinigung. Wir mögen das eigentlich gar nicht. Wir finden die Steinigung gar nicht richtig, weil wir lesen in unserer Bibel doch, der Herr hat keinen Gefallen am Tod des Sünders, sondern dass der Sünder umkehre. Und wir beten doch jedes Jahr am großen Versöhnungstag, dass wir keiner von uns verdienstvolle Werke aufzuweisen hat und dass wir alle Sünder sind und alle der Gnade Gottes bedürfen. Und dann feiern wir doch, dass Gott Sünde vergibt und dass man die Sünde dem Sündenbock aufladen kann und sie dann in die Wüste schicken kann. Das haben wir damals gemacht. Wir haben Sünde bekannt. Es gab viele Tränen. Ja, die Hanna musste die Gemeinde wechseln, weil das konnte man da in der Gemeinde, konnte man nicht zusammenbleiben. So, und dann hat sie woanders neu angefangen, weil sie die Vergebung Gottes erfahren hat. Weil Gott möchte ja nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre von seinen Wegen. Und seitdem ist sie auf dem Weg mit Gott unterwegs, als eine treue Frau des Glaubens. So, ja. Aber du, Jesus, du sagst doch immer, es soll kein Tüpfelchen vom Gesetz verloren gehen. Du müsstest doch eigentlich... Du bist doch der Strenge unter uns, ja? Wir erinnern uns nur mal dran, lieber Jesus, in der Bergpredigt hast du doch gesagt, wer eine Frau nur anguckt, um mit ihr Ehebruch zu begehen, der hat schon mit ihr Ehebruch begangen. Also das ist ja deutlich strenger als das, was in unserer Tora steht. Überhaupt, immer wenn du über Sex redest, bist du viel strenger als unsere rabbinischen Regeln. Ja? Also wenn es nach dir ginge, hätten wir die Frau doch eigentlich steinigen müssen. Du sagst doch die Tora, kein Tüpfelchen wird aufgehoben. Was sagst du denn jetzt dazu? Ne? Mal eine andere Wendung der Geschichte. Also vielleicht wollten die Meinung von Jesus wissen. Jetzt fragt ihr euch natürlich vielleicht, okay, wieso sollten denn die Pharisäer gegen die Todesstrafe sein? Wir haben doch immer gelernt, die Pharisäer sind so Tora-treu. Die Pharisäer seien doch diejenigen, die unbedingt auf das Gesetz Acht geben wollen und die ganz streng sind. Vielleicht ein Klischee. Ja? In Qumran, in diesen Höhlen in Qumran, von denen wir heute Morgen schon geredet haben, da hat man ja so eine Bibliothek gefunden von anderen Juden, die keine Pharisäer waren. Eine andere Gruppe, die meisten nebenan, das sind Essener. Und dann hat man deren Schriftrollen aufgeklappt und gelesen und dann steht da etwas drin über die Pharisäer. Ja? Nämlich, und da ist so ein Wortspiel auf Hebräisch, da werden die Pharisäer genannt, die Doroshe Chalakot, die Sucher nach glatten Lösungen. Die Sucher nach glatten Lösungen. Eigentlich, und das ist ein Wortspiel, wahrscheinlich soll das anspielen darauf, dass die Pharisäer sich eigentlich Doroshe Chalakot nennen, also die Sucher nach den Gesetzesauslegungen. Dann haben die das ein bisschen umgedreht und gesagt, ihr sucht nicht nach Gesetzesauslegungen, ihr sucht nach Schlupflöchern. Ja, hatten wir heute Morgen auch schon das Thema. Also, ihr wollt doch nur sozusagen, ihr versucht doch immer die Tora lebensnah auszulegen. Ja? Dafür waren die Pharisäer bekannt. Die Pharisäer waren so eine Basisbewegung, die gesagt hat, jeder kann nach der Tora leben. Ja? Aber dafür musst du sie auch einigermaßen praktikabel machen. Du musst sie so auslegen, dass man ihr folgen kann. Das war auch der große Streit zwischen Hillel und Schammai, die beiden großen Lehrer, eine Generation vor Jesus, von denen wird erzählt, dass mal jemand zu ihnen kam, ein Nichtjude, und sagt, kannst du mir die Tora beibringen? Und dann sagt der Schammai, kannst du mir die Tora beibringen, während ich auf einem Bein stehe? Ja, also in ganz kurzer Zeit.
und schon mal sagt, du hast sie wohl nicht alle, ja, dafür musst du dir viel Zeit nehmen, das musst du alles auswendig lernen. So einfach geht das nicht. Ne? Dann ging er zu Hillel, hat gefragt, kannst du mir die Torah beibringen, während ich auf einem Bein stehe? Und Hillel hat gesagt, ja, fangen wir doch da an, alles, was du willst, dass man dir tut, das tue auch dem anderen. Das ist der Anfang, das ist die ganze Torah und die Propheten. Der Rest ist eigentlich alles Auslegung. Mit anderen Worten, Hillel wollte es leicht machen, dass man einen Einstieg findet und dann zu sagen, jetzt guck mal, wie du die anderen Regeln weiter lernst. Ja? Also die Pharisäer waren Leute, die gesagt haben, wir müssen die Torah lebbar machen und deswegen müssen wir gucken, wie wir sie auslegen. Wir hatten heute Morgen schon dieses Beispiel, ne, dass nicht alle Gesetze der Torah kann man einfach eins zu eins in die Gegenwart übertragen. Das Problem kennen wir als Christen. Wir haben eine Bibel, ja, und da lesen wir was, das ist schon 2000 Jahre alt oder 1000 Jahre alt. Nee, nicht 1000, also 2000 oder 3000 Jahre alt, ja. Und wir wissen das, dass wir nicht einfach alles, was da steht, einfach wörtlich eins zu eins in unser Leben übertragen können. Wir müssen Hermeneutik anwenden. Wir müssen überlegen, was bedeutet das für heute? Wir müssen den Sinn der Gesetze verstehen. Und das müssen wir nicht nur als Christen, das mussten die Juden schon damals. Wir hatten das Beispiel von den Aussätzigen. Da gibt es dieses Gesetz, dass die Aussätzigen außerhalb des Lagers leben müssen, während der Wüstenwanderung. So, was machst du jetzt, wenn die Wüstenwanderung aufhört? Dann musst du dir überlegen, was bedeutet dieses Gesetz denn jetzt? Und dann hat man das ausgelegt auf die Dörfer und Städte, das hatten wir heute Morgen. Und so ist es auch mit der Todesstrafe. Wir haben in der Tora Gesetze über die Todesstrafe. Ja? Und die Pharisäer haben aber gesagt, ja, die sind aber damals gegeben worden für das Königreich Davids, das haben wir ja gar nicht mehr. Was bedeutet das denn heute? Wir sind jetzt unter römischer Herrschaft. Ja, muss man die Todesstrafe wirklich anwenden oder haben sich die Umstände geändert? Muss man die Bibel vielleicht anders lesen? Und wenn wir ein bisschen forschen in den jüdischen Quellen, was die Pharisäer über die Todesstrafe sagten, zwei Stellen habe ich mal mitgebracht. Es gibt eine interessante Erzählung von Flavius Josephus, dem Geschichtsschreiber. Der sagt, es gab 80 Jahre vor Christus, waren die Pharisäer sehr mächtig im Land. Ja, das war so die Mehrheitspartei, beliebt beim Volk, alle waren auf Seiten der Pharisäer. Die Sadduzäer, ne, die Tempelleute, die waren so ein bisschen unbeliebter. Und der König Hyrkanus damals, der jüdische König, der fand die Pharisäer eigentlich auch ganz gut. Der hatte viele pharisäische Freunde. Und dann begab es sich, dass der Hyrkanus ein Abendessen veranstaltet hat, wo er also alle seine pharisäischen Freunde eingeladen hat und auch ein paar Sadduzäer. Und die haben sie da gefeiert und dann im Abend gingen die Gespräche so hin und her. Eines kam zum anderen. Und dann kam das Gespräch plötzlich auf einen Verbrecher namens Eleazar. Ja, Eleazar, der war im Kerker dafür, dass er den König kritisiert hatte. Ja, also Majestätsbeleidigung. Hatte was Unschönes über den König gesagt. Und jetzt hat der Hyrkanus dann so die ganzen Pharisäer gefragt und hat gesagt, was sollte man mit dem tun? Ne? Und er hat dann natürlich gehofft, dass die alle sagen, Majestätsbeleidigung, der muss sterben. Ne? Und dann haben die Pharisäer alle gesagt, nee, also Todesstrafe wäre keine gute Idee. Ne? Das wäre ja viel zu hart, die Strafe. Und dann fügt der Josephus diesen Satz hinzu, die Pharisäer waren aber dafür bekannt, dass sie insgesamt ein Gegner der Todesstrafe waren. Spannend, ja? So, der König war dann sauer und die Sadduzäer haben das dann ausgenutzt, die Pharisäer anzuschwärzen und zu sagen, siehst du mal, die sind gar keine Freunde von dir und so weiter. Also, ging schlecht aus für die Pharisäer, ja? Aber wir lernen daraus, die Pharisäer wollten gerne die Todesstrafe vermeiden. Das Gleiche lesen wir auch sehr viel später in einem rabbinischen Text, nach der Zeit Jesu, wo sich einige Rabbis rückblickend darüber unterhalten, wie war das denn damals, als es noch den Sanhedrin gab, den obersten Gerichtshof und die Todesstrafe, wie ist das denn damals gewesen? Und dann sagt einer der Rabbis, also meiner Erinnerung nach ist es so, wenn ein hoher Rat einmal in 7 Jahren eine Todesstrafe verhängt hat, dann wurde er schon als sehr grausam angesehen. Und dann sagt ein anderer, nein, das war anders. Wenn ein hoher Rat einmal in 70 Jahren eine Todesstrafe verhängt hat, dann wurde er als sehr grausam angesehen. Und dann sagt der dritte Rabbi, also wenn ich im Hohen Rat gewesen wäre, ich hätte überhaupt nie eine Todesstrafe verhängt. Ja, und da sieht man so ein bisschen die Grundhaltung. Die waren diejenigen, die das vermeiden wollten. Aber sie hatten diese Frage, ja, aber Mose hat es doch geboten. Wie können wir denn damit umgehen? Und diese Frage stellen sie jetzt Jesus. Ja?
Und jetzt muss man also fragen, wie haben die Pharisäer das denn hingekriegt, dass sie einfach da sich nicht dran halten, was bei Mose steht? Ja, waren die jetzt so liberal, dass sie gesagt haben, ach komm, lass die Bibel Bibel sein, das ist nur was für Fundamentalisten, muss man sich nicht so eng dran halten? Nee, so waren sie nicht. Sondern sie haben gesagt, wir legen die Bibel wirklich genau aus und fragen danach, wie sie zu verstehen ist. Beispiel, es gibt dieses Gesetz in 5. Mose 21, das Gesetz über den ungehorsamen Sohn. Der ungehorsame Sohn, da heißt es, wenn du einen Sohn hast, der nicht auf die Stimme seines Vaters und seiner Mutter hört, ja, und nicht tut, was sie sagen, der rebellisch ist und ein Fresser und ein Weinsäufer und so, dann sollst du ihn zum Richter bringen und sollst sagen, dieser Sohn, der ist ungehorsam, er hört nicht auf unsere Stimme, und dann sollt ihr ihn gemeinsam vor das Stadttor bringen und steinigen. Tudum. Ein brutales Gesetz. So, ne, finden wir heute. Und so sagen wir, ja, guck mal, so sind die Juden. Das stimmt aber nicht, weil die Juden selber haben gesagt, das ist aber ein brutales Gesetz. Hat Gott das wirklich so gemeint? Wollte er, dass wir das machen? Und dann haben sich die Pharisäer und Schriftgelehrten hingesetzt und haben gesagt, lasst uns den Bibeltext nochmal ganz genau anschauen. Und da gibt es dann eine ausführliche Auslegung im Talmud zu dieser Bibelstelle, wo sie sagen, okay, wir wollen die Bibel ernst nehmen. Guck mal, was da steht. Da steht, wenn du einen Sohn hast, das heißt ja schon mal, es gilt nicht für Töchter. Ist schon mal die Hälfte der Leute raus. Ja? Es geht nur um Söhne. So. Dann streiten sie so ein bisschen über, wann, welches Alter gilt das auch für erwachsene Söhne oder nur für Kinder. So, da hat man es schon mal wieder ein bisschen eingeschränkt. Und dann sagen sie ja. Und dann steht da, der Sohn hört nicht auf die Stimme seines Vaters und seiner Mutter. Da steht nicht auf die Stimmen seines Vaters und seiner Mutter, sondern auf die Stimme. Was heißt das? Vater und Mutter müssen exakt die gleiche Stimme haben. Gilt nur für Fälle, wo Vater und Mutter die gleiche Stimme haben. Wie kann das sein? Ja? Gleiche Stimme kannst du ja nur haben, wenn du auch den gleichen Körperbau hast. Also die müssen auch gleich aussehen. Ja? So. Dann gehen sie weiter und sagen, ja, dann sollen sie sie zum Richter bringen. Das geht ja auch nur, wenn sie laufen können. Ne? Gilt also schon mal nicht für Kinder von gehbehinderten Vätern oder Müttern. Ne? Und dann kommen sie zum Richter und sagen, dieser Sohn hört nicht auf unsere Stimme. Sie sagen das beide gleichzeitig. Also das gilt nur, wenn sie es schaffen, bei dem Richter genau gleichzeitig das Gleiche zu sagen. So, ne? Naja. Und so geht es dann über Seiten weiter. Ne? Und ihr merkt schon, wo der Hase hinläuft. Ne? Am Ende kommt raus, dieses Gesetz ist von Gott so formuliert, dass es noch nie angewendet wurde und dass es auch nie angewendet werden kann. Ja? Und dann fragt also einer der Rabbis, ja, warum steht es dann in der Bibel? Und die Antwort ist, damit wir lernen, wie man die Bibel auslegt. Ja? Richtige Stelle, also kann man jetzt drüber lachen, aber die Grundidee ist, du kannst nicht einfach eins zu eins alle Gesetze der Bibel auf dein Leben übertragen. So funktioniert das nicht. Du musst dir darüber Gedanken machen, was will Gott damit sagen? Kannst du das wirklich anwenden? Passt das auf unsere Situation? Und so weiter. Das Gleiche war übrigens für Ehebruch. Die Ehebruchrechtsbesprechung war so, dass ganz, ganz enge Vorschriften waren, wann jemand verurteilt werden konnte. Da mussten so und so viele Zeugen da sein, die das gesehen haben. Und noch mehr als das, diese Zeugen mussten den betroffenen Mann und die betroffene Frau vorher gewarnt haben, dass darauf die Todesstrafe steht. Jetzt stell dir das mal vor bei so einer heimlichen Affäre. Ja? Da sind die Zeugen schon vor der Tür und sagen, du pass mal auf, wir wissen, was du vorhast, aber wir müssen dich warnen, weil darauf steht... So, ne? Das heißt, auch hier ist sozusagen, die haben die Gesetzgebung so gemacht, dass man eigentlich die Todesstrafe vermeiden kann und nicht anwenden kann. Und zwar nicht einfach, weil sie die Bibel beiseite schieben, sondern weil sie sagen, du musst schon genau hingucken, was da steht. Ja? So, also das ist die Haltung der Pharisäer. Die Haltung von Jesus war, Mose, nicht nur Mose hat es so gesagt, sondern wie hat es denn Gott ursprünglich gemeint? Das ist ja auch eine spannende Frage. Martin Buber hat das mal so versucht zu erklären. Er hat einen Artikel geschrieben über die Pharisäer, um zu erklären, wer sind eigentlich die Pharisäer? Und er hat gesagt, man kann die Pharisäer und die Sadduzäer und Jesus im Grunde ganz kurz in einem Bild so erklären. Die Tora wurde von Gott gegeben an Mose am Sinai. Dann kam Mose runter vom Sinai, hat die Gebote weitergegeben an die Gemeinde, die da war. Und jetzt sagt Buber, die Sadduzäer sind die, die wollen die Tora genauso bewahren, wie sie am Sinai waren. Ja, die haben den Wortlaut,
der Mosetora keine Auslegung, keine Anpassung, keine Aktualisierung. Die Sadduzäer, da gibt es keine mündliche Überlieferung, es gibt nur die Tora. Ja, und die sagen, wir versuchen gar nicht erst, das ins Heute zu holen, das gibt nur komplizierte Schwierigkeiten. Wir lassen das als alten, heiligen Text, wir lesen das aber, wir machen es nicht lebenspraktisch. Also die bleiben am Fuß des Sinai. Die Pharisäer sind die, die sozusagen mit der Tora in die Gegenwart wandern. Und die sagen, wir müssen diese Gesetze immer wieder neu auslegen, wir müssen sie aktualisieren, wir müssen sie auf unser Leben anwenden, wir müssen sie praktisch machen, wir müssen danach fragen, wie genau, was heißt denn Arbeiten am Sabbat? Da müssen wir diese 39 Kategorien einführen und so weiter. Sie erklären die Tora, damit sie für Menschen heute lebbar wird. Deswegen werden sie von Qumran aus beschimpft als die Sucher nach glatten Lösungen. Aber sie sagen, nee, das ist für uns ein Ernstnehmen der Tora, indem wir sie ins Heute holen. Und jetzt sagt Buber, was macht denn Jesus? Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Martin Buber sagt, Jesus will zurück in die Wolke auf dem Berg Sinai. Jesus fragt nach dem ursprünglichen Willen Gottes, zum Beispiel bei den Scheidungsgeboten. Ja, sagt er also, Mose hat gesagt, ihr dürft euch scheiden lassen. Er sagt ja dann nicht, aber das Gesetz gilt nicht mehr oder ich hebe das auf, sondern er sagt, aber Gott hat es ursprünglich trotzdem nicht gewollt. Ja, also hier widerspricht sich sozusagen der Wille Gottes mit dem, was das Gesetz erlaubt. Und das benennt Jesus. Also Jesus möchte zum Ursprung zurück, aber er sagt auch, es ist ja trotzdem erlaubt. Also weil wir Menschen so drauf sind, wie wir sind, gibt es diese Erlaubnis, sich scheiden zu lassen. Und sie hilft auch in schwierigen Fällen. Aber gemeint war es von Gott anders. Also Jesus ist der Strenge, der will zurück zur Tora. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen, Jesus, du bist doch dieser strenge Mensch. Du hast doch gepredigt, man darf nicht mal die Frau schräg angucken. Jetzt haben wir hier die Hanna, der damals das passiert ist. Wenn es nach dir ginge, hätten wir sie damals steinigen müssen. Aber es wäre doch schade gewesen. Dann wäre unserer Gemeinde viel entgangen. Ja, und das ist die Frage, die da im Raum steht. Und ich glaube, das ist eine Lesart, ist jetzt sehr fantasievoll, dass die jetzt Hanna hieß und alt war, vielleicht war sie auch jung, aber was da nicht steht, ist, dass sie gerade in Flagranti ertappt wurde und dass ihr jetzt der Prozess gemacht werden sollte. Das ist auch sehr unwahrscheinlich, weil zu der Zeit durften die Schriftgelehrten und Pharisäer und der Hohe Rat gar keine Todesstrafen verhängen. Es durften nur die Römer. Ja? Also wahrscheinlich ging es um die Frage, Jesus, wie gehst du denn mit der Tora um? So, jetzt stehen sie also da mit dieser Frage und Jesus antwortet erstmal nicht. Und dann kommt diese spannende Szene, dass er mit dem Finger auf die Erde zeichnet. Und Generationen von Auslegern haben sich überlegt, was könnte das heißen. Und die erste Auslegung, die ich immer kriege, ist dieser Vers aus Jeremia 17. Ihre Namen aber sind in den Staub gezeichnet. Ja? So, also sozusagen, ja, das ist ein abtrünniges Volk. Das ist da eigentlich die Stelle in Jeremia 17. Das ist sowieso ein abtrünniges Volk. Also wenn Jesus da auf die Erde zeichnet, dann will er sagen, also hier, ihr seid ja auch alles Sünder. So, ne? Und ihr seid von Gott eh verworfen. Das passt wieder in die christliche Auslegung. Ne? Aber ich mache das immer anders. Wenn ich so eine Stelle habe, die irgendwie interessant ist oder irgendwie eine besondere Formulierung enthält, dann nehme ich mein Bibelprogramm oder meine Konkordanz und guck. Gibt es hier einen Frame, den man öffnen kann? Gibt es hier ein Skript, was im Hintergrund steckt? Was heißt das, dass er da mit dem Finger auf die Erde zeichnet? Und da reicht mir die Stelle nicht, dass da steht, ihre Namen sind in den Staub gezeichnet. Das ist nicht nah genug dran. Also was habe ich gemacht? Ich habe eine Computerkonkordanz genommen und habe geguckt. Du kannst also das Wort Finger, der zeichnet also mit dem Finger auf die Erde. Du kannst also nach Finger suchen, findest du 100 Stellen im Alten Testament. Und du kannst auch nach Schreiben suchen, findest du noch viel mehr Stellen. Aber wenn du in deine Konkordanz, und das geht ja erst, das Schöne, geht erst, seitdem wir Computerkonkordanzen haben, dass du nach einer bestimmten Phrase suchen kannst. Also Schreiben und Finger. Wenn du das machst, wo gibt es in der Bibel Texte, wo jemand mit dem Finger schreibt? Dann gibt es nur zwei Texte, die übrig bleiben. Wer weiß sie? Der erste Text ist, die Tafeln der 10 Gebote waren geschrieben mit dem Finger Gottes. Die sind mit dem Finger geschrieben. Und was ist die zweite Stelle? Das Buch Daniel, Belsazars Gastmahl.
Da schreibt hier der Finger, also seine Hand mit dem Finger an die Wand, gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Ist das nicht spannend? Jesus schreibt mit dem Finger, es gibt diese beiden Stellen in der Bibel. Was sagen diese beiden Stellen? Das eine ist der Gesetz, die Gabe des Gesetzes, und das zweite ist der Gerichtsspruch Gottes. Wenn da einer mit dem Finger schreibt, in beiden Fällen ist es Gott selbst. Und zwar einmal Gott, der Gesetzgeber, und Gott, der Richter. Und meine Auslegung ist, dass Jesus hier sagen will, schaut mal, mit wem ihr redet. Ihr redet mit dem, der das Gesetz gegeben hat, und mit dem, der allein der Richter ist. Und es geht an dieser Stelle weder darum, das Gesetz aufzuheben, das ist die klassische christliche Deutung. Die Pharisäer nehmen das Gesetz halt ernst und Jesus sagt, ach, Gesetz ist uns nicht so wichtig. Das stimmt aber nicht, das tut er nicht. Und es geht auch nicht darum, diese Frau zu verurteilen, weil das ist jetzt nicht die Aufgabe dieser Menschen. Warum? Sie sind alle auch Sünder. Deswegen stellt er diese Frage, wer von euch ohne Sünde ist, kann ja den ersten Stein werfen. Jesus sagt ja, das Urteil wäre gerecht. Aber ihr seid nicht diejenigen, die in der Position sind, es auszuführen. Da gibt es nur einen, der richten darf. Und dann gehen sie alle weg. Und jetzt ist es an dieser Stelle genauso wie bei dem Text vom barmherzigen Samariter am Ende. Diese Geschichte bleibt unvollendet. Also Jesus sagt, ich richte dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und man fragt sich ja, aber wann wird denn das Gericht gesprochen? Ja, weil Jesus hat die Tora ja nicht aufgehoben und er hat auch nicht das Gericht gesprochen. Das bleibt so in der Schwebe. Und ich glaube, auch hier ist es so, man muss das Johannesevangelium bis zum Ende lesen. An dieser Stelle wird deutlich, die Tora des Mose gilt nach wie vor. Aber wir sind nicht die Richter. Was passiert also? Du musst dann mit Jesus weitergehen bis ans Ende des Evangeliums. Und dann merkst du wieder das, was ich heute Morgen schon mehrfach gesagt habe. Der Kern des Evangeliums ist nicht, die Juden sind böse, Jesus ist gnädig. Der Kern des Evangeliums ist auch nicht, die Juden haben Gesetze und Jesus hat nur die Freiheit. Der Kern des Evangeliums ist auch nicht, die Juden sind frauenfreundlich oder frauenfeindlich oder ausländerfeindlich oder unterdrückerisch und Jesus ist für die egalitäre Gesellschaft. Das ist alles nicht der Punkt, sondern Jesus ist gekommen, um Gottes Willen zu verkündigen als der Gesetzgeber, der das Gesetz gegeben hat. Und Jesus ist gekommen als der Richter, er kündigt sich selber an, als der Menschensohn, der eines Tages alle Welt richten wird. Aber dann sagt er am Ende seines Lebens, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um mein Leben zu geben als ein Lösegeld. Und dann ist er selber derjenige, der die Strafe auf sich nimmt, die an dieser Stelle vielleicht gesprochen hätte werden müssen. Und er sagt, ja, das Gericht wird gesprochen, aber du bist nicht diejenige, die es tragen muss, sondern ich bin derjenige, der das Gericht auf sich nimmt. Und ich glaube, das ist der eigentliche Schluss dieser Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Und ich fasse nochmal zusammen, das ist für mich der Zugang zu Texten des Neuen Testamentes, dass ich zunächst mal mir den Text anschaue und sage, okay, was würde ich als erstes denken? Und dann merke ich, wie all diese Vorurteile in meinen Kopf kommen, schlechte Bilder über Juden, viele Klischees, die wir gerne da reinlesen. Und dann versuche ich, die erstmal auf die Seite zu schieben, mir genauer anzugucken, was haben denn die Juden jetzt damals gesagt? Wie waren denn die Regeln? Wie war das mit der Todesstrafe? Was haben sie denn über Frauen gesagt? Was genau war denn das Anliegen der Pharisäer? Was genau hat denn Jesus gesagt? Ja, und welche Symbolik liegt da vielleicht? Welche Querverbindung gibt es zu alttestamentlichen Texten? Das alles muss man erforschen. Dann findet man raus, dieser Text ist nicht ein Text, der Jesus gegen das Judentum ausspielt, sondern es ist ein Text, der zeigt, wer Jesus ist, und dass er gekommen ist, um Gottes perfekten Willen zu zeigen, um Gottes Urteil über uns deutlich zu machen und dann selbst dieses Urteil zu tragen. Das ist, glaube ich, der Kern des Evangeliums, auch an dieser Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören.